Hallo Ali und herzlich willkommen bei Schmurmaus TV. Ich beginne heute mit einer kleinen Flammkuchenserie. Als erstes werde ich zeigen, wie ich einen einfachen Flammkuchengrundteig ohne Hefe herstelle. In weiteren Folgen ist dann zu sehen, wie ich einen Grundteig mit Hefe herstelle, wie ich die Creme herstelle und womit man Flammkuchen belegen kann. Für den heutigen Grundteig benötige ich 250 Gramm Mehl. Da kann man also das ganz normale Typ 405 nehmen. 125 Milliliter Wasser, das sollte nicht zu kalt sein. Ein klein wenig Öl, da kann man Olivenöl oder auch Rapsöl oder ähnliches nehmen. Und eine Prise Salz. Als erstes gebe ich dann mal das Mehl in meine Rührschüssel. Dann kommt das Wasser dazu. Das Öl. Das ist hier ein bisschen viel, ich nehme nicht alles und eine gute Prise Salz. Und dann wird das Ganze mit dem Mixer durchgerührt. Das wird am Anfang dann erstmal so ein bisschen krümelig und sieht sehr trocken aus. Aber das wird mit der Zeit. Es ist auch ein sehr schwerer Teig, wer also keine kräftige Rührmaschine oder Küchenmaschine hat, macht das am besten mit der Hand, weil das Gerät schon ganz schön ackern muss. Noch ist das ganz schön krümelig und trocken, aber keine Sorge, das verbindet sich dann nachher und wird zu einem großen Kloß. So langsam fängt der Teig an, sich zu verbinden, nicht mehr ganz so krümelig. Man merkt aber auch an der Maschine, oder hört ja auch an der Maschine, dass das ganz schön Arbeit ist. So, jetzt ist langsam ein ziemlich gleichmäßiger Teig draus geworden. Ja, der ist wirklich super fest, aber das muss wirklich so sein. Er ist jetzt nicht mehr krümelig, er hat eine schöne Verbindung gekriegt. Und jetzt werde ich ihn noch mal ein bisschen mit der Hand durchkneten. Ich mühe mir das Brettchen hier einfach mal ein. Sollte dann nachher eine schöne gleichmäßige Oberfläche haben. So, soweit ist meine Teigkugel jetzt erstmal fertig. Ich mache die jetzt nochmal schön rund, wie ein Schneeball. So, und dann lasse ich den Schneeball noch ein bisschen ruhen. Ich packe den jetzt in Frischhaltefolie. Und legen jetzt erstmal noch mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit werde ich dann schon mal meine Creme vorbereiten. Der Teig hatte jetzt also Zeit, noch schön zu ruhen. Der war eine halbe Stunde noch im Kühlschrank. Jetzt kann ich ihn hier auspacken und werde mir den teilen. Der hat hier zwar noch so ein paar Risse, aber das ist nicht weiter tragisch. Das wird nachher beim Ausrollen alles glatt. So, ungefähr die Hälfte. Ich den noch mal kurz zur Seite, mehle mir noch mal ein bisschen mein Brettchen ein und dann kann er ausgerollt werden. Ja, mit dem Mehl kann man ruhig ein bisschen großzügiger sein. Das klebt zwar nicht so doll, der Teig, aber umso besser lässt er sich ausrollen. So, dann will ich den schon mal so ein bisschen mit der Hand vorformen. Ja, ob man ihn rund macht oder ob man ihn länglich macht. Ja, hier vielleicht auch noch ein bisschen vom Mehl drauf. Ja, so ungefähr hat er schon die Größe, hier ist noch ein bisschen dick. Das kann dann noch mal ein bisschen nachgedrückt werden, nachgerollt werden. So, das reicht dann auch schon. Jetzt kann man den Fladen, den Teig, schön belegen. Ich habe mir da schon mal meine Creme vorbereitet. Gebe jetzt davon etwas rauf. Verteile das, so dass überall so ein bisschen mal drauf ist. Das kann ruhig ein bisschen dicker sein. Dann gebe ich Zwiebeln drauf. Ich nehme hier immer so eine französischen süßen Zwiebeln. Die passen ganz prima.
Braucht auch nicht zu viel rein. Und dann gebe ich hier ein bisschen Speck drauf. So, das war's dann auch schon. Jetzt kann der Flammkuchen in den Ofen oder auf dem Grill. Ich mache das ja mit meinem Pizzastein auf dem Grill. So, noch mal ein bisschen einmehlen. Sehen, dass man den halbwegs raufkriegt. So, und dann bringe ich den jetzt raus auf den Grill. So, der Flammkuchen ist jetzt fertig. Der war jetzt also 5 Minuten im Backofen. Ja, man hört, wenn ich den so ein bisschen anhebe, das knirscht und knistert. Also der ist wirklich schön knusprig geworden. Ich schneide den jetzt. Ich nehme da immer ganz gern so einen Pizzaroller. Mache dann nochmal so 6-8 Stückchen draus. Und wieder duftet wunderbar. So. Dazu gibt es bei mir dann noch ein Gläschen Federweißen, beziehungsweise in dem Fall einen roten Sauser. Ja, und das war es dann auch schon. Also der Teig, wie gesagt, der ist richtig schön dünn. Der hat schön Blasen geschlagen, so wie es sein muss. Ja, dann wünsche ich erstmal einen guten Appetit. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Wir sehen uns vielleicht wieder. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, tschüss!